Willkommen zurück zu Let's Play Donkey Kong 64. Wir sind hier bei der alten Mühle stehen geblieben. Mal schauen, was wir dann heute mal alles so schaffen in der Zeit. Und ja, ich habe so viele Münzen, ich weiß nicht mehr, wo ich die ausgeben soll. Aber das hat auch einen bestimmten Grund. Wir müssen da ein paar Sachen für ein paar Kongs vorbereiten, zum Beispiel hier. Für die liebe Tiny, dass sie dann auch reinkommt. Gibt es da sonst noch was? Ach ja, und das sind die Zielsuchmunition. Die wir von und Funky bekommen haben. Ja, die Aufgabe kann man ja nur nachts erledigen. Heißt nichts, aber das eine Fass, das nehmen wir mit, weil wir brauchen es im Nebenraum, meine Banane freizuschalten. Und was diese Platte freischaltet, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ach so, der treibt. Ja, stimmt, der treibt das Windrad. Windrad. Treibt er das Wasserrad an. Das brauchen wir natürlich auch, weil sonst geht es ja nicht. Denn wir haben da drin jetzt dann gleich eine Aufgabe zu erledigen und dazu brauchen wir eben die Fässer dort. Ganz genau 3 an der Anzahl. Ich glaube, fürs Aktivieren braucht man Donkey Kong, oder? Ja, zum Glück gibt es da oben ein Kong-Fass. Dann stellen wir die mal hier hin. Da drüben ist das zweite. Stellen wir gleich hier daneben. Und jetzt noch das dritte da drüben. Und es wäre jetzt ein Vorteil, wenn die jetzt nicht durch den Zinger kaputt gemacht werden. Denn wir brauchen nämlich 3 Stück. Und um sie zu aktivieren, die Maschine brauchen wir jetzt eben den Chef höchstpersönlich. Denn leider nur er kann ja die Schalter betätigen. Was ist da oben noch? Mal. Ah, hier ist der Schalter, den wir brauchen. Und dazu braucht man eben schon die Fertigkeit von Cranky, dass man dann auch die blauen Schalter treten kann. Und das ist jetzt auch essentiell wichtig. Das haben. Und du triffst mich nicht noch einmal. Auf der Treff mit dem Ballon. Schnell. Sonst ist hier nichts. Denn jetzt haben wir hier 3 Schalter. Und einige Zuschauer, die werden jetzt ja darauf kommen, dass man hier jetzt eine bestimmte Kombination an Schalter betätigen muss. Aber wo ist die Kombination? Nicht zufällig da oben mit den Zahlen 2, 1, 1, 3, 2. Dann gehen wir doch mal ein, vielleicht stimmt das ja. Also ich halte das für ein Gerücht. Dann nehmen wir mal die 2. Dann die 1. Und nochmal die 1. Dann die 3. Vorausgesetzt, du würdest ihn mal ziehen, bitte. Und noch die 2 oben drauf. Oh, was für ein Wunder, die Kombination ist richtig. Ist das eine fast exportiert, ohne die Wirkung zu ziehen? Ja, die Banane ist jetzt freigeschaltet, aber wir kriegen sie ja leider erst bei Nacht. Ich glaube, das hat nicht gezählt. Fail! Da hat mir die ganze Vorbereitung
nichts gebracht. Herrlich. Gott, Münzen sammeln noch kurz schnell ein, dann holen wir die Fässer noch einmal. Aber was die kleine Tiny dann hier noch zu tun hat, hat ja nichts. Und es ist nur generell um... Ja, was soll ich sagen? Nur, dass ich wieder zum dumm bin und vergesse natürlich auf Junkie zu wechseln. Ja. Da sieht man, wie man schon eine lange Zeit nicht mehr ein Let's Play gemacht hat. Man muss sich jetzt immer bei den neuen Videos schauen, ob der Sound des Mikros auch wirklich stimmt. Irgendwie habe ich das Gefühl, mein PC macht sich noch selbstständig. Oder irgendjemand verstellt da immer, um mich zu trollen. Aber genug davon. Ich hoffe, es passt jetzt, sonst bin ich wieder really mad und dann hätten wir ein richtig großes Problem. So, aber jetzt zur drängenden Aufgabe. Wir müssen hier drei Fässer zum Exportieren bringen, damit uns diese Maschine noch eine weitere goldene Banane herausspuckt. Und ich dachte, ich werde so schlau, ich setze die drei schon mal voran. Voraus. Aufs Laufband! Das war knapp. So, und erledigt. Wundert, dass die Maschine nicht ihre Zähne verliert. So, und was jetzt als nächstes? Ich mache das immer so geordnet, dass ich dann immer weiß, was wo. Was hätten wir hier noch für Aufgaben zu erledigen? Alleine gehen ja eigentlich nur bei Nacht. Gott, die eine Aufgabe für Lenker, die gehen noch bei Tag. Das ist mal ein Level, das sich mal wirklich verwirrt ist. Liegt einfach daran, ich habe das Spiel schon seit einer halben Ewigkeit nicht mehr gespielt. Ne, sieht schlecht aus. Ne, ist auch eine Aufgabe für die Nacht. Und da oben ist sonst nichts. Nicht, dass ich jetzt da umsonst hochgehe. Ja, wahrscheinlich ist es mal mit Didi. Und dort drüben gibt es da auch nur noch Aufgaben, die bei Nacht sind. Und du verschwindest. Ja, sieht so aus. Das ist eine Aufgabe für Didi. Hallo, machst du... Lenk jetzt, mach keinen Sch... Lenk jetzt! Ehrlich, ist der... Weißt du was, dann geh halt nicht drauf. Ja, Aufgabe für Nacht für Didi. Da haben wir noch einen gelben Ballon für den Chef der Affenbande. Wenn er natürlich die kriegt. Okay, hier scheint es so, als könnten wir momentan nichts mehr weiter... Hältst du dich überhaupt noch fest? Etwas, dass wir auf jeden Fall nichts mehr weitermachen können. Dann müssen wir mal das Gebiet wechseln. Aber ich hole zuerst noch den Luftballon für Donkey. Bevor ich ihn vergesse. Und das eine Typ, der vergisst meistens alles. Schnell. Nein, jetzt hol nicht. Hallo!
So, danke schön. Und die hat es noch einen Krong vor sich. Also heute läuft wirklich gar nichts nach Plan. Ja, es muss ja auch mal so sein, dass ich mal planlos durch den Level laufe. Dann würde ich mal sagen, dann gehen wir mal zu dem großen Pilz. Drüben kann ich das auch noch bei Nacht erledigen. Wenn die Kamera mitkommen würde, dankeschön. So, das Problem. Ich will jetzt zuerst mal alles das machen, was man am Tag machen kann, und dann erst dann das bei Nacht. Ich glaube, das ist da drüben der große Pilz, oder? Da fahren wir jetzt spontan noch ein oder zwei Aufgaben ein. Ja, ist hier. Und dann nochmal kurz ein Kompass. Entweder Lenkrad da vorne nochmal. Bananen oder was? Tiny. Nein, Lenk. Hier rundherum eine Bananenstaude. Und ein paar einzelne Bananen. Ach, und der ach so beliebte Cranky Kong. Ehrlich, ich hab dann so eine richtige Freude, wenn das Projekt zu Ende geht. Denn dann kriegt der... Dann kriegt der asoziale Opa mal richtig sein Fett weg. Dann sag ich nur eins, gute Nacht. So, aber jetzt... Ich wollte nicht das Instrument spielen. Seriously, ich wollte es nicht. Und jetzt haben wir hier 5 Schalter für jeden Kong ein. Aber das Problem ist, habt die Zielsuchmunition. Die funktionieren manchmal nicht so, wie sie sollen. Aber jetzt funktionieren sie. Was für ein Wunder. So, dann gehen wir mal alle Kongs durch. Das wäre eigentlich ein Treffer gewesen. Hä? Hallo? Ich treffe doch den Schalter. Was willst du noch mehr? Soll ich vielleicht aus einer kurzen Distanz drauf schießen oder wie? Ah, jetzt trifft er. Und genau aus diesem Grund hasse ich die Zielsuchmunition. Schön, wenn man flink gegnet damit. Und ich spiele schon wieder das Instrument. Die sind gut genug, damit man ja fliegende Gegner, die sehr flink unterwegs sind, treffen will. Aber wenn es um Schalter geht, dann sind sie die dümmste Munition, die es gibt. Ist so. Warum ich die diesmal eingesammelt habe, scheint mir schleierhaft zu sein. Aber muss das eigentlich einen Sinn ergeben? Nicht, oder? Ja, und das ist wieder der berühmte... eine Pixel, der mir wieder den Schalter nicht treffen lässt. So, und last but not least noch den Donkey Kong oben drauf. Und haben alle ihren Schalter getroffen, dann müssen jetzt ein paar Kanonen erscheinen. Die dienen sozusagen als Abkürzung nach oben. Wenn man jetzt nicht den ganzen Weg nach oben gehen möchte. Ich werde natürlich beide Wege zeigen. Einmal auf dem normalen Weg nach oben noch ein paar Bananen rumliegen und hier ist noch ein Donkey Kong Schalter. Was spawnt denn die? Ach ja, die spawnt da oben, und wenn ihr die Schalter nicht
alle abgeschossen habt und die Kanonenflagge geschaltet habt, dann kommt ihr nie rechtzeitig da hoch zu der Banane. Also die Kanonen haben auf jeden Fall einen richtigen Sinn. Und da hat Dicke schon die erste. Es fehlen ja nur noch 102 plus die geheime Banane. Aha, das ist ein Lenkri-Ballon. Dann gehe ich mal kurz zu Lenkri rüber. Er ist dafür ein bisschen Suizid begehen. Aber ich glaube auf Ballon. Auf die Ballons. Reagieren die nicht zielsuchend. Ich gehe jetzt mal mit dir runter. Denn ich kann ja mit ihren Haaren noch einen richtigen Propeller abgeben. Und da ist ja noch der Kasplatten für DK. Diddy Kong meine ich. Was hat sie jetzt eigentlich auch noch eine Aufgabe hier? Und wessen Bananen sind das? Aha, die von Chunky. So, dann schauen wir, was Tiny hier für eine Aufgabe hat. Ein Bonusfass. Da müssen wir jetzt schon nicht den normalen Weg hochgehen. Es ist halt nur die Frage, wo ist sie genau? Okay, da drüben ist sie. Und ihre Aufgabe ist... Welcome to Bonus Day. Schnelle Sprünge! Wir dürfen den Speedrunner wieder aushängen lassen. Vierte Münzen also. Ja, super Speedrun-Technik, ne? Hallo! Ich treffe die... Echt, das ist jetzt peinlich. So, weil die Kamera nicht so richtig mitgehen möchte. Es könnte knapp werden. Aber wir haben es noch geschafft. Trotz den 2-3 Fails, die eigentlich nicht hingehören. Ja. Aber wir wollen ja schließlich auch nicht gerade den Overskill zeigen. So zeigen wir wenigstens, dass wir noch menschlich sind und kein Roboter. Okay, wieso jetzt die Propeller nicht rausholen wollte, ist mir ein Rätsel. Da oben noch irgendeinen Schalter für irgendeinen Kong. Da haben nur die zwei hier einen. So, dann kümmern wir mal um den langen Aufstieg. Zuerst mit dem Junkie, der hat da noch ein paar Bananen zum Aufsammeln. Und ich hab's gerne, wenn die Kamera weit nach draußen gerichtet ist, dann sehe ich viel besser. Okay, das sind nur Munition. Normale. Die ich viel lieber habe als die Zielsuchmunition. Das ist nur der Weg zu dem Bonusfass, den wir ja gerade gelöst haben. Mit Tiny. Sorry. Warte kurz, muten. Damit wir dann auch gleich nicht drum rumkommen, zu Donkey Kong zu wechseln. Und hier ist der Fall. Hier haben wir noch einen Kassplatten für Tiny. Und irgendwie habe ich wieder das Gefühl, mein Internet spinnt. Okay, um dich kümmere ich mich später.
So, dann darf ich jetzt einmal mit Tiny runter und dann mit Donkey Kong wegen den Bananen. Ah, und Donkey Kong hat ja auch noch eine Aufgabe. Gut, dann erstmal Tiny. Dann sie mal ihren Kasplatten und ihren Bananenballon. Der müsste jetzt eigentlich voll geschwächt sein durch Chunky. Sonst halt eine Energiewelle. So, jetzt noch den Ballon und dann hätten wir das. Die Münzen wären mir jetzt sogar egal. Man braucht nie so viele Münzen. Also was die Sache von Münzen angeht, dann hat Rareware wirklich übertrieben. Weil so viele braucht es nicht mal. Wenn man dann noch die Erdhaufen dann mit der Spezialattacke blättert, bekommt man noch viel mehr Münzen über. Du wirst da gezwungenermaßen einen Überschuss an Münzen haben. Wie wirst du nie los? Die Aufgabe kümmere ich mich dann gleich. Ist dann wieder ein typisches Kanonengeballer à la Donkey Kong Country. Haben die eigentlich einen speziellen Namen? Wenn ja, dann schreibt es mir in die Kommis. Also ich nenne es, man kann es auch Fassgeballer nennen. Dann machen wir das mal. Ob noch ein paar normale Bananen sind. Ja, das sind welche. Bananenmedaille für DK. Scheiße, das war leider daneben. Ein paar Zentimeter daneben und das haben wir ein paar Pixel daneben. Wer kennt das nicht? Die beliebten Fassgeballer-Spiele. Wenn man jetzt die neueren Country-Serie noch nimmt, wie Tropical Freeze und Donkey Kong Country Returns, da gibt es noch Schlimmeres. Jetzt mal die. Okay, das ist einfach fast noch zurück. Ich hätte jetzt gedacht, dass da vielleicht noch irgendeine Banane ist. Und ich bin so ein Genie, ich drücke natürlich wieder falsch. In Wahrheit wollte ich eigentlich nur Skill beweisen. Das Ganze mal einfach im Speedrun. Ne, das war wirklich ein Fail von mir. Da rede ich jetzt nicht um den langen Brei drum, es ist mein Fail. Ich kann es noch zugeben. Aber versuch da nicht zu speedrun, das geht nicht. Was werdet ihr nicht treffen? So, dieses! Der Ring zeigt, wie ihr schießen müsst, damit ihr an das hinterste Mass rankommt. Und hier dasselbe in grün. Und es gibt wieder eine Aufgabe. Welcome to Bonus Day. Funkelnden Feen. Einfach. Wenn man sich nicht gerade dumm anstellt. Theoretisch kannst du zwei Feen durchwinken, bevor du sie wieder füttern musst. Nur die Theorie funktioniert manchmal nie, weil die einen wieder zu früh aufstehen. Okay, die hat's erwischt, leider.
Und erledigt. Ganz einfach. Und nur keine Angst, die Banane kommt mit. Ihr müsst den ganzen Parkour nicht nochmal machen für die Banane. Die sind schließlich nicht. Ich kann jetzt gerade kein Beispiel nennen, also lasse ich es lieber. So, dann gehen wir mal unseren Weg weiter nach oben. Oh ja, ich muss endlich noch die Spitze erreichen. Den Gipfel des Pilzes. Und hier muss Chunk also wieder ran und Didi sein Kasplatten. Okay. Und zuerst Didi, das schaffen wir auf jeden Fall noch. Und dann Junkie. Und wenn mir jetzt die Biene nervt, dann kriege ich sie mit Musik. Ja, das ist meistens immer die safere Methode, wenn man lästige Viecher wegkillen will. Und jetzt nun zu dir. Und erledigt. Also mit der Combo sind sie sehr schnell down. Jetzt noch die Bananen und ist da vielleicht noch zufälligerweise ein Ballon? Ne? Nicht? Normalerweise sind da immer Ballons versteckt. Wetterfallbehör ist dann einer für Didi. Also mir ist recht, wenn da keiner ist. Dann nochmal zu Junkie. Dann kann er den Weg ja wieder weiterschreiten. Seines Weges. Ich glaube, auf dem Weg sind nur noch seine Bananen. Oder kam noch welche für Tiny vor? Aber ich glaube, es gibt sogar eine Kampfplatte hier, die man eigentlich nur bei Nacht erreichen kann. Aber man kann auch ein bisschen tricksen dabei. Man nimmt einfach Didi und den Jetpack. So viel. Es gibt es da oben auf jeden Fall ein Jetpack. Oder nicht? Das weiß ich jetzt selber nicht. Müsst ihr mir jetzt verzeihen, ich bin da nicht so gut informiert. Das weiß ich jetzt wirklich nicht auswendig. Und da ein bisschen aufpassen will. Da drüben sonst noch etwas für Junkie. Wenn nicht, dann machen wir jetzt die Mühe nicht. Was ist das der reguläre Weg zum Kasplatten? Okay, das ist wirklich noch eine Bananenstaude. Darf ich nur nicht runterfallen, sonst ist der Party auf jeden Fall schon an der Stelle fertig. Danke. Danke, dass du runterfällst und dann noch auf der Mitte landest. So. Das ist genau das, was ich hasse, dass er mal den Schwung nicht richtig macht. Und zum Glück ist er nicht ganz weit runtergefallen, das wäre noch dümmer. Schauen wir mal, ob wir das überhaupt noch schaffen, sonst werde ich halt überziehen müssen. Selbst jetzt nutzen wir jetzt auch nur gerne. Letztes Mal, wo ich es intensiv genutzt habe, das war bei dem Bosskampf von Jetboss Gemini. Also bei dem finalen Boss. Ehrlich, der will wirklich die Liane nicht treffen, oder wie? Soll ich noch früher abspringen, oder wie? Okay, noch ein Versuch. Und wenn es dann nicht klappt, dann mache ich das schnell off-cam. Erstmal so weit nach oben kommen.
Was sollte ich denn um. Ich kann den Satz wieder nicht bilden. Man sagt nicht immer, alle guten Dinge sind drei. Ehrlich. Ich beende den Part an der Stelle. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann und tschüss.